Hallo Leute, ich bin's, die Lu, und ich habe heute was Trauriges für euch. Ich habe von meiner kleinen Eila-Reise ein süßes, kleines, feines Sample mitgebracht und mir gedacht, da schmeiße ich doch passenderweise meinen Ofen hier an, den ich so gelegentlich zwischendrin immer mal befeuern muss, wie ihr seht. Ha! Das war heiß. Ohne mich dabei zu verbrennen. Wir werden sehen, ob mir das gelingt oder ja nicht. So. Und zwar habe ich euch von der Insel Eila was Kleines Rauchiges mitgebracht. Und zwar den aktuellen Octomore, den 13-4er. Er hat grandiose 137,3 ppm, 61,6%. Also auch ordentlich Umdrehung im Alkoholgehalt. Ich nehme mir hier auch wirklich nur ein kleines Schlückelen, weil der ist wirklich saftig. Ich habe ihn dort vor Ort probiert und muss sagen, I love it. Octomore ist ja der super, mega krass, heavily peated Whisky von Brookladdich. Brookladdich macht, ich muss ab und zu mal die Mücken hier töten, die mich versuchen aufzuessen. Und ein bisschen in meinem Feuer nachlegen. Brookladdich stellt generell unpeated Whisky her. Das ist der Brookladdich, ja, der Lady, so wie man ihn kennt, so in den blauen Flaschen. Dann haben sie noch einen heavily peated Whisky, das ist der Port Charlotte. Und eben diesen super, super, super krass gepeteten Whisky, den sie einmal im Jahr herstellen, das ist der Octomore. Da haben wir immer ppm-Zahlen über 100. Normal sind, also Artback beispielsweise hat so zwischen 40 bis 50 ppm. Ein Port Charlotte ist auch so 30, 35 ppm. Hier haben wir also wirklich, wirklich heftig gerauchten Gerstenmalz. So. Und ganz überraschend für viele, der ist nicht so mega heftig im Geruch. Der beißt nicht in die Nase. Ich merke weder die 61%, ja 61,6%. Und ich habe eine starke Rauchnote, ja, aber ich habe jetzt nicht so dieses, oh mein Gott, der raucht mich total weg. Das ist nicht vorhanden. Ich hätte gedacht, dass das länger brennt. Naja, nicht so schlimm. Ich stopfe hier noch so ein kleines bisschen was rein. Von oben. Ich habe sogar eher sehr fruchtige Noten. Das Lustige ist, seitdem ich dort war bei Lady, oh, jetzt geht's wieder ab. Seitdem ich dort war bei Brookladdich, muss ich sagen, habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Whiskys. Weil, Angst, weil ich den Brookladdich im Tasting hatte, den Port Charlotte und dann den Octomore, was ich einen super, super guten Vergleich fand, so in Gänze. Einfach weil der Classic Lady ist so ein total genialer Frühstücks-Whisky. Also der ist weich, der ist süß, der ist angenehm, der ist fruchtig. Und diesen Grundcharakter, es ist ja an sich derselbe Whisky, der hergestellt wird, nur eben mit gerauchter Gerste oder eben nicht. Dieser grundlegende Brennereicharakter ist hier total drin. Also ich habe hier wirklich krass diese fruchtigen Noten, dieses so ganz leichte, sanfte, sehr angenehme. Und wenig, wenig Rauch. Ja, kaum Rauch. Sehr, sehr schöne ölige Textur. Natürlich nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Farbe ist also auch original. Wie kommt die zustande? Der hat nun gelegen in 6 Monate, die ersten 6 Monate in einem First Fill Ex-Bourbon Fass. Und danach hat er gelegen in, jetzt darf ich nichts Falsches erzählen, ich glaube europäischer Weißeiche. Wo habe ich mein Recherchegerät? Ich sage es euch. Ja, in amerikanischer Weißeiche tatsächlich. Also hat grundlegend durch die Fässer sehr leichte, sehr aromatische Vanille, Honignoten, so ein bisschen Toffee mitbekommen. Und
Oh, jetzt geht's ab hier, weil mein Feuer ausgegangen ist. So eine leichte Rauchnote ist immer mit da, aber wirklich so ganz dezent. Denkt man jetzt bei, wenn man 130 ppm hört, denkt man jetzt nicht, dass der so sanft ist in der Nase. Flange. Mücke. Also beim Trinken kommt das jetzt schon deutlich raus, der Rauch. Also man merkt auch, dass da ein bisschen mehr Alkoholprozente dahinter sind. Und man merkt auch deutlich, dass da viel Rauch ist. Apropos, ich leg mal fix nach. Gib mir eine Sekunde. Meine fleißige Kameraassistenz hat mir nämlich hier netterweise ein bisschen was dazugelegt. Mal gucken, ob das wieder angeht. Es ist auf jeden Fall noch heiß. Die Mücken töten mich. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir werden es sehen. Sitze ich davor. So. Also, wie gesagt, im ersten Probieren habe ich durchaus starken Rauch, habe ich durchaus den Alkohol. Apropos starker Rauch. Viele von euch werden jetzt sicher denken, oh, jetzt riecht sie und schmeckt sie doch gar nichts mehr, wenn sie in so einer blauen Wolke sitzt. Es geht um das Feeling, den der Whisky vermittelt. Und hier habe ich Feeling. In der Nase trotzdem weiter sanft, weiter fruchtig. Und der zweite Schluck hat dann am Anfang auch sanftere, vanilligere Noten, rutscht dann aber wieder sehr schnell in das stark, kräftig, pfeffrig-rauchige ab. Also das ist so ein Rauch, der hat so ein bisschen diese Pfefferschärfe mit drin, was ich auch sehr interessant finde. Man hat ja bei Isla Whisky immer so, du hast so diesen medizinischen Rauch, diesen sehr aschigen Rauch, so diesen Lagerfeuerrauch, diesen Heidekrautartigen Rauch, und der hat so was richtig schön Pfeffriges. Und jetzt bin ich gleich auch an Octomore Smoked Beef. Apropos Octomore, die haben ja eine Nummerierung, und diese Nummerierung hat System. Die ersten zwei Zahlen, also jetzt in dem Fall bei dem Whisky 13, sind immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es Batch-Nummer oder Jahr-Nummer 13 ist, indem sie diesen Octomore machen. Also quasi Nummer 13 ist das. Und dann dieses Punkt, und dann hat man nochmal Nummern. Also die 1 heißt immer, es ist aus 100% schottischer Gerste gemacht. Die Punkt 2 ist immer die Kennzeichnung dafür, den gibt es nur im Duty Free. Die Punkt 3 ist immer ein Zeichen dafür, dass es aus 100% Isla Barley gemacht wurde. Und Isla ist jetzt wirklich keine Insel, auf der viel Getreide wächst, weil es eine sehr nasse und sehr windgepeitschte und allgemein nicht für Gerste sonderlich klimatisch tolle Insel ist. Deswegen ist das immer sehr beeindruckend, finde ich. Auch Kilhoman macht das ja zum Beispiel. Die haben auch einen 100% Isla Whisky. Mega krass, wenn sie das hinkriegen. Und die Punkt 4 ist immer das Distillery Exclusive. Das heißt, das gibt es wirklich nur in der Brennerei zu kaufen. Genau, das heißt Distillery Exclusive. Und was ich schön finde, Laddie fährt so eine Transparenzgeschichte, die total cool ist. Also du hast zum Beispiel auf dem Classic Laddie hinten immer einen Barcode drauf. Das ging daneben. Du hast hinten auf dem Classic Lady immer so einen Code drauf, und den kannst du auf den ihre Website eingeben, und dann zeigt es dir exakt alle Fässer an, die in dem Whisky drin sind. Also wirklich bis ins Detail, da ist dieses und jenes Fass mit der Nummer so und so, und dann dieses und jenes, und also wirklich detailliert, finde ich cool. Und auch bei dem
Octomore habe ich auf ihrer Website noch einen interessanten Hinweis gefunden, der mir jetzt nichts bringt, außer, Fun Fact, wusstet ihr schon? Und zwar, dass dieser Whisky aus 100%, jetzt ist es weg, wo stand es? Irgendwo habe ich das doch gelesen. 100% schottische Gerste der Sorte Concerto. Sagt mir jetzt nicht viel, finde ich aber cool, euch das sagen zu können. Also es ist auch mal ein Fact. Er ist übrigens 5 Jahre alt und kostet leider 190 Euro. Das ist bei Octomore immer so das Ding. Die sind halt mega, mega teuer, was so ein bisschen schade ist. Aber ich kann es auch verstehen. Sie machen ein kleines Batch und Der Punkt 3, der 100% Isla Whisky, der lässt sich übrigens immer erkennen, weil das die transparenten Flaschen sind. Die anderen sind komplett schwarz. Also vom Design her auch irgendwie eine ziemlich coole Geschichte. Und wie gesagt, ich habe schon einige Octomores probiert und ich war immer wieder beeindruckt, wie die große Alkoholstärke einbinden und wie sie einfach auch das hinkriegen, dass trotz dieser super starken, hohen PPM-Zahlen der Whisky nicht so bäm in die Fresse ist. Also wer keinen Rauchwhisky mag, ist bei dem auf jeden Fall an der falschen Adresse, aber ich denke, zu schlau seid ihr selber. Und darauf der letzte Schluck. Ich genieße ihn, auch wenn mein Feuer ausgegangen ist. Das war so ein cooles Setting und naja, es ist erloschen. Der Rauch hat schon so ein bisschen was Bissiges hinten raus. Aber so an sich, ja, ich muss definitiv an Pfeffer denken. Und was ich euch auch noch erzählen kann zum Octomore, und dann komme ich tatsächlich mal zum Punkt mit meinen Punkten. es gibt in Port Charlotte, also das ist quasi ein Ort, genauso wie auch Octomore ein Ort ist, in Port Charlotte gibt es ein Hotel und die haben ein Gericht, das nennt sich Octomore Beef Carpaccio. Und man kann von dem Port Charlotte Hotel aus, von dem Gastraum, die Octomore Farm sehen. Das ist auf einem Hügel, eine Farm, und dort leben Rinder und die werden dann eben irgendwann zu dem Carpaccio gemacht, was es dann im Port Charlotte Hotel gibt. Und das ist richtig, richtig lecker, weil die werden mit dem Draft, also mit dem Treber, aus der Lady Distillerie gefüttert. Und das ist halt teilweise manchmal dann auch peated. Und das geht ins Fleisch über von den Kühen. Und das schmeckt man in dem Carpaccio am Ende. Und das ist wirklich so lecker. Die Leute dort sind super lieb, super nett. Es gibt Live-Musikabende und generell ist das eine große Reiseempfehlung. Falls ihr in Isla seid, schlaft im Port Charlotte Hotel. Ihr könnt dann auch zur Lady Distillerie laufen. Das ist nur eine halbe Stunde. Mit einem EU-Projekt, fett gebauter Fußweg, so wie zwischen Artbeck, Lagavulin und Laphroaig. Also macht auf jeden Fall Spaß dort. Und ich genieße jetzt den Rest von meinem Octomore drin, bevor mich die Mücken final zerfressen. Und gebe dem Ganzen aufgrund des Preises tatsächlich und auch nur aufgrund des Preises 8 von 10 Punkten, sonst wäre es 9 von 10 Punkten gewesen für diesen Whisky. Aber ich habe einfach nicht so viel Geld, um 190 Euro für einen Whisky zu bezahlen. Deswegen genieße ich den jetzt noch und schwelge in Erinnerung und wünsche euch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das Video guckt. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.